ist Ranja und die Izzy und ich sind heute cute kleine Hunde mit sehr großen Köpfen aus irgendeinem Grund. Oh, sind wir süß. Und wir leben hier in unserer Farm mit vielen anderen Hunden und Wassermelonen und Kakteen. Und hier ist ein großes Haus. Ranja, die aus der Karte raus. Wollen wir mal in das Haus gehen? Ich hatte doch nur Hunger. Ich kann keine Türen öffnen. Wie wohne ich? Wir warten, dass unser Herrchen wieder nach Hause kommt. Aber bis dahin können wir unser... Oh, da ist Essen. Guck mal hier, wir können das essen. Oh, Oh, ich habe die Schüssel kaputt gemacht, aus Versehen. Hier was zu trinken. Oh, Sushi. Warum Milch? Ich bin keine Katze. Nein. Oh, warte. Hier ist noch eine Schüssel. Okay, okay. Was ist mit einer Wassermelone? Kann ich eine Wassermelone essen? Nein, Level 3. Ich glaube, wir können die Vase zerbrechen hier. Guck mal. Wir können die Vase zerbrechen? Oh mein Gott. Komm, hilf mir. Ja, warte, ich helfe dir. Oh, und die Vase. Ich fühle mich stärker. Oh, yes. Macht Spaß. Level 2. Oh, hier, der Kaktus. Der muss auch noch dran glauben. Ja, wenn unser Herrchen nicht nach Hause kommt, dann tut es mir leid. Weil wir meinen es ja nicht böse. Wir sind nur... Ja, es ist ja auch echt langweilig, hier alleine zu sein. Ja. Yeah. Oh, hier vielleicht der Gnom. Nein, Level 3 brauche ich für den Gnom. Was ist mit den Pflanzen? Oh ja, die Pflanzen. Oh ja, die Pflanzen. Die reiße ich alle raus. Ich fühle mich stärker. Eine Karotte. Welche Pflanzen? Aha, Menschenfuttervorrat. Hier, die Karotten, die hinten im Beet sind. Ah, wie cool. Eine nach dem nächsten. Was auch immer das große Ding ist. Ist das auch eine Karotte? Ey, kriege ich die? Oh mein Gott, das ist eine Riesenkarotte. Bist du Level 3 schon? Ich bin schon Level 3. Aber ich pflanze hier noch weiter raus. Ich bin gleich Level 4 noch. Noch eine Karotte, noch eine Karotte. Wow. Und dann mache ich weiter mit den Wassermelonen. Hier. Oh mein Gott. Let's go. Was für riesige Wassermelonen. Wie cool. Eins. Ah, wie die auseinanderbrechen. Wow, ein Ball mit Essen drin. Ich fühle mich wieder stärker. Und oh, lecker. Nächste Wassermelone. Zack. Izzy, ich denke, es ist an der Zeit. Ich bin Level 5. Ich werde mich jetzt an die Hundehütte machen. Nein, können wir die zerstören? Niemals. Oh mein Gott, die fällt einfach zusammen. Ups, nein! Vielleicht macht unser Herrchen die wieder ganz. Die hat eigentlich einen schönen Garten, weißt du? Hier mit Wassermelonen und mit Bier. Hier nicht mit Dings. Mit Wassermelonen und wie heißt das andere? Karotten. Und Äpfeln. Wir können hier so richtig rumgraben. Ronja! Ronja, Ronja, Ronja! Ronja, Ronja, Ronja! Easy, easy, Ronja, easy, Ronja, easy. Ronja, 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 wir sind frei. Wir sind frei? Wie muss ich hier durchgraben? Hä? Warte, man kommt da raus? Du hast recht, wir sind frei. Ich kann raus. Ja. Ossek? Okay, wir haben hier ein riesen Feld. Nice. Oh mein Gott. Oh, warte, warte, hier sind so Baumstümpfe. Was können wir damit machen? Nee, aber wir können die Bäume kaputt machen. Wir können weiter die Bäume kaputt machen. Ich bin frei. Oh mein Gott, hier sind noch andere Hunde rausgekommen, oder? Oder sind wir die einzigen? Nein, da vorne sind auch noch welche. Oh, hier sind so blöde Gartenzwerge. Warte, den hau ich kaputt. Hä? Und... Noch ein Gnom? Seltsam. Ja, ich fand's auch seltsam. Nächster Baum. Zack, zack, zack. Ja, oh, lustiger Geruch hier. Oh, ich glaube, das ist ein Kloß. Ich mach hier erstmal kaputt. Diese Kiste riecht gut. Okay. Ist da was drin? Nö, ist einfach nur eine leere Kiste. Ich wurde hier betrogen von meinem Näschen. Was ist das hier? Große Hasen. Nicht entfernen. Sind Hasen gut für uns? Ich rieche Kaninchen. Nein, ich rieche auch Kaninchen. Nicht Nein! Mach wieder auf! Ich will nicht die Kaninchen, ich gehe wieder rein! Ja, lass zurück nach Hause, oder? Ich will vielleicht die Kaninchen ins Haus rein. Nicht töten. Wollen wir versuchen, ins Haus zu kommen? Okay, lass uns wieder ins Haus kommen. Und dann sind wir wieder am Haus, wo es eh viel schöner ist und wo wir weiter Apfelbäumchen kaputt machen. Oh, komme ich hier rein? Hey. Denkst du? Hier rein. Ich kann keine Türen öffnen. Dann mache ich aus Wut die Vase kaputt. So viel ist klar. Hier, Märchen kaputt. Zack, zack, zack. Warte, sie ist da, oder? Sie hat alles wieder aufgebaut. Ja. Aber warum lässt sie unsere Tür nicht auf? Oh mein Gott, ja. Also, sie ist zu Hause. Ich denke aber, sie lässt uns nicht rein. Wahrscheinlich ist sie wütend auf uns. Nein, wieso das denn? Bitte mach auf. Lass uns rein oder wir machen alles weiter kaputt. Ich denke, wir müssen alles weiter kaputt machen. Es führt kein Weg drumherum. Ich kann das Tor nicht öffnen. Na gut, dann gehen wir wieder raus ins Kaninchenfeld, würde ich sagen. Wenn das unser einziger Weg ist hier. Ich töte keine Hasen mehr. Ich töte auch keine Hasen, aber wir können ja vielleicht durchrennen und dann ins nächste Feld. Okay, bin wieder da.
Hier gibt's leider keine Bäume, aber dafür ein schickes Farmhaus. Wohnt hier jemand? Vielleicht unser neuer Besitzer? Oh, ich brauch Level 8. Ich muss irgendwie auf Level 8 kommen. Wahrscheinlich... Hinterm Haus, da ist eine Kiste. Oh, wirklich? Ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist eine... Oh, hier ist auch ein blöder Gnom wieder. Oh, und eine Wäscheleine. Perfekt. Frischer Geruch, jetzt nicht mehr. Was auch immer da ist. Es reicht aber leider noch nicht ganz für Level 8. Oh, wir können reingehen. Wir können endlich reingehen. Oh, hier ist jemand. In seinem Dings. Hallo. Wir müssen irgendwas noch davor kaputt machen. Ah, am besten die Küche. Ja, wir machen einfach alles kaputt in deinem Haus. Essen ist einfach auf dem Boden zu essen. Das ist eine Weisheit. Und jetzt fress ich dein Auto. Oh mein Gott, ich habe den Ofen kaputt gemacht und angezündet. Schön und warm. So, jetzt bin ich Level 8. Ich fühle mich stärker, hervorragend. Hallo. Nein! Was denn? Ich habe den Mann kaputt gemacht. Was? Es war seine Zeit gekommen, steht da. Nein, Ronja! Nein, es tut mir leid! Oh gut, ich hatte Durst. Zum Glück habe ich das Waschbecken kaputt gemacht. Was ist das hier? Ist ein Mülleimer? Auf jeden Fall ist er jetzt kaputt. Es tut mir richtig leid, dass ich dem Dude jetzt nicht nur sein Haus kaputt gemacht habe, sondern ihn auch noch kaputt gemacht habe. Ich glaube, wir haben jetzt alles verwüstet, oder? In dem Haus. Ach, ich habe hier noch eine Lampe, die habe ich noch nicht gehabt. Aber ansonsten ist das Haus, glaube ich, mehr als kaputt. Mehr als kaputt, oder? Ja. Yep. Oh, das Auto! Geht's weiter. Wo denn? Vorne. Oh, okay. Ich komme mit dir. Freiheit hat mich stark gemacht. Juhu. Kann Freiheit mich noch stärker machen? Yay. Okay. Und, oh, hier ist viel schöner. Hier ist auch nicht mehr so blödes hohes Gras. Oh, hier ist... Oh, dafür brauche ich Level 9 für den großen Schubkarren. Aber ich glaube, die Autos waren Level 8. Nee, die brauchen auch Level 9. Was kann ich denn hier kaputt machen? Was würde mich stärker machen? Wahrscheinlich die große Kiste hier. Oh ja. Zack. Und der Holzstapel? Yes, der auch noch. Perfekt. Du kannst das Auto, hast das Auto schon kaputt gemacht? Ich mache hier Hühnereier kaputt. Und ich hier? Nein! Aber ich bin hungrig, okay? Du musst es verstehen. Ich esse nur die Eier. Ich esse nicht mehr die Hühnchen. Okay. Okay, hier ein Ei. Bis auf das eine Hühnchen. Das ist ein bisschen Kollateralschaden gewesen, weil ich wusste nicht, dass es geht. Wir können ja auch neue Eier legen. Die haben auch keinen Hahn da. Das heißt, es sind auch unbefruchtete Eier, die man auch isst. So. Dann mache ich jetzt den großen Silotank kaputt. Das ist mein nächstes großes Projekt. Warte, da kommen Spiegeleier raus, wenn man nicht weiß. Oh, hier ist viel Wasser rausgekommen. Das tut mir leid. Oh, hier, Achtung. Level 10. Wir können hier glücklich sein. Du bist schon Level 10? Ja. Okay, ich habe noch ein Ei gefunden. Ich bin jetzt Level 10. Yay, dann komm rein in die Scheune. Zwei Hallo. Schöne hier. Oh ja, warte. Hier sind auch noch andere Hunde und hier ist... Hi auf dem Boden. Ist das unser neues Zuhause? Was Oder ist das, hier? Ist das unser neues Zerstörungslager? So, erster Wagen. Kaputt. Oh, was ist da drin? Hä? Oh, hier ist ein Pferd. Oh, guck mal. Oh, mach's kaputt. Ich hab's gerettet. Ja, aber hier ist hier rein, was drin. Oder? Nein. Oh, das ist echt cute. Hallo, Pferdchen. Komm raus, Pferdchen. Oh, hier ist noch eins. Oh, hier ist ein großes Pferd. Jetzt können sie endlich wieder zusammen sein. Oh, wie cute. Okay, die freuen sich wahrscheinlich. Und ein Wassereimer kann ich sicher zerstören. Yep. Okay, ich bin Level 11. Du bist ja Level 11? Yes, ich guck mal, wo es weitergeht. Warte, ich muss mir noch Sachen finden, die ich kaputt machen kann. Aber ich bin sicherlich auch bald Level 11. So, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin Level 11 und ich kann mich hier an den Brunnen machen. Denkst du, wir kommen da irgendwo weiter? Können wir da durchhüpfen? Hi, da bist du. Hallo. Ja, wir können da durchhüpfen. Durch den Brunnen? Guck mal. Warte, du hast eine Toastscheibe auf dem Kopf. Oh! Die steckt fest! Was? Unser Meister muss da unten sein. Oh, denkst du, der hat sich verlaufen? Yes! In der Kanalisation. Dahinter das ist Sprengstoff. Sind Brunnen immer so? Ich denke, nein. Oh, cool! Oh mein Gott! Aber wir kommen durch. Oh, wir müssen da vorsichtig durch den Ventilator. Vielleicht können wir den Ventilator einfach kaputt machen. Irgendwas ist mit den Gartenzwergen komisch. Die stehen überall. Das kann doch nicht sein. Oh! Oh nein, ich hab ihn. Gib jetzt auf. Okay, wir sind Feinde der Gartenzwerge scheinbar. Hier geht's lang. Noch mehr TNT. Ist das der richtige Weg? Yes. Ich denke schon. Zack, zack, zack. Spring das Ding. Weiter geht's. Und noch ein Gartenzwerg. Er sagt, wir haben mächtige Freunde. Welche Freunde?
Die ganze Zeit. Nein, Ronja, nein, nein, nein. Oh Was? Mein Gott. Warum? Komm hier bloß nicht lang. Warum nicht? Du willst das nicht sehen. Was will ich nicht sehen? Du hast unsere Eier zerschlagen. Nein, das tut mir leid. Ich brauchte, Geh einfach weiter. Wir können einfach durch. Au, ich hab, ich hab ein schlechtes Gefühl. Nein, Lisa! Nein! Hilfe, ich bin halb buggy im Ofen. Nicht im Ofen, im Boden. Sorry. Kann ich reden. Hier sind böse Hühner. Okay, okay, wir müssen uns irgendwie wehren. Hier, oh mein Gott, der hat Laseraugen? What? Klar. Hühner, die ich kenne. Okay, dann mache ich hier den auch noch. Zack. 1200. Es war sehr wütend. Au! Warum schießen die Laser? Oh mein Gott, wieso schießen die Laser? Nein! Okay, hab sie. Welle 3. Wann hört das denn auf? Wie viele Wellen gab es bei dir? 3. 3, okay, bei mir auch. Ach, hier geht's jetzt rechts weiter. Ja, du hast recht. Okay, ich hab's geschafft. Hier geht's weiter. TNT. Bum, bum, bum. Au, au, au. Einmal einen Stein auf den Kopf gekriegt, aber das ist nicht untypisch. Was ist das? Du gewinnst ein Nickerchen. Ist das eine Drohung? Oh. Oh, wir haben ein Hundebett. Oder ist das ein Sofa? No. Oh, so cute. Bist und wir da? Träumen. Wir sind auf einer Wolke. Oh mein Gott. Oh. Man kann richtig hochhüpfen. Ich will diesen Hotdog. Ja, da hinten ist ein Hotdog. Oh, das ist wunderschön. Oh, hier geht's weiter über die Wolken. Das Springen macht voll Spaß. Ja, man ist so richtig schwerelos. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin beim großen Hotdog. Und... Jum. Ah, was für ein schöner Traum. Jum, jum, jum. Hotdog und Wolken und... Hier ist noch jemand auf unserem Sofa. Huh? Romox. Okay, ich denke, es ist an der Zeit, das Sofa zu zerstören. Easy, wach auf. Ich kann das Sofa nicht zerstören. Okay, okay, was kann ich denn dann zerstören? Ich kann hier einfach weiterlaufen. Komm ich? Hier sind Gnomen. Und okay, rein da! Bam! Aktualisiert? Was? Boom! TNT. Oh mein Gott! Hä? Was ist denn jetzt los? Dropper! Ja, super, aber... Also, ich frage mich nur, wieso? Wie ist das hinter der Wand? Wieso ist das hinter der Wand? Au! Okay, das war der erste Dropper. Wir müssen hier scheinbar durch 5 von den Dingern. Oh mein Gott, hier ist so eine Treppe. Nein, 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 nein. Au. Oh, das ist nicht einfach. Hier vorne bleiben. Dann rum und dann wieder durch die Mitte. Zack, zack, zack. Und an der Seite. Boah, ist ja lang. Alter, was ist das denn? Noch so eine Dropper? Treppe. Ah, hier, okay, der zweite. Ah, da bist du. Okay, weiter geht's. Hier, oh mein Gott, das sind sogar Nein, Zwerge. Keine Zwerge, bitte. Warum? Okay, ich kann vielleicht hier einfach den klassischen Trick mit der Ecke. Nein, au. Okay, vielleicht hier. Vielleicht kann ich hier an der bunten, blau, gelb, was auch immer Wand lang bleiben. Ohne, dass die Gartenzwerge mich holen. Yes. Oh nein, hier ist nochmal so eine blöde Treppe. Die kann ich nicht gut. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Oh, geschafft. Okay, noch 2 Drop. Oh mein Gott, da bewegt sich was. Das ist nicht einfach, da sie sich bewegen und es mehr eine Glückssache ist. Ich hoffe einfach, ich komme hier durch. Ich komme hier durch. Das ist super schwer, der Dropper, oder? Ja. Okay, okay, okay. Warte, hier geht's an der Seite. Ich glaube, ich hab's. Yay. Yes! Okay, Dropper 4 von 5. Nur noch einen. Woo, ich hab's auch. Oh nein! Oh, pf, der ist unmöglich. What? Was ist das denn? Warum? Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Finally! Ich bin durch den Dropper-Wahnsinn durch und jetzt sind wir hier in einer Schule. Oh. Was? Die Gnome. Entführe den Besitzer. Schmeiß die Hunde in ein Loch. Profit. Nein! Mein lieber Gnome. Ich zeig dir gleich mal, wo hier dein Profit ist. So, zack. 1,
Dein blödes Lehrerpult mache ich auch. Das würde meine Lehre sein. Ja, den Beamer. Ronja, du bam. Du wusstest, dass die böse sind, die Zwerge. Woher wusstest du das? Ja, die hatten so einen bösen... Oh mein Gott, hier sind auch super viele Zwerge in der Klasse. Das war der Plan. Die waren überall. Irgendwie war das komisch. Ja. Zack, Mister. Ich mach die Zwerge hier kaputt. Wir müssen unseren Besitzer befreien. Der wurde entführt. Und zack. Okay, wie geht's hier weiter? Hier, da kommen wir her. Und hier ist es... Oh, hier ist noch eine Uhr. Kann ich auch noch kaputt machen. Was mit der Leinwand? Ja, die Leinwand auch. Okay, hast du den Laptop schon kaputt gemacht? Laptop ist schon kaputt. Der war schön teuer. Plan ist wohl gefällt. Oh, hier ist ein kleiner Gnomzwerg. Hä? Der backt hier in der Wand. Das ist natürlich nicht super, aber lass ich ihn mal. Was ist das denn hier für ein Labyrinth? Okay, okay. Wir haben dich jetzt! Hä? Nein! Nein! Ich bin jetzt... Der Hund ist so fett, dass die Falle zerbrochen ist. Ja, aber wir sind hier auch zu dritt oder so. Ah, nee, wir haben hier jeder eine einzelne. Okay, das heißt, wir rollen jetzt nur noch. Hör auf! Tja. Hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du mich in einen Glasball gesteckt hast. Ja. Steuerung ist noch nicht ideal, aber... hier geht das Loch runter. Zack. Und... Oh, der Gemüseladen. Mega witzig, oder? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Essenslagerung hat wohl nicht so gut geklappt. Jetzt geht's hier weiter. Das wird nicht passieren. Oh mein Gott, ich bin in die Lava gefallen. Steuerung ist nicht mein Freund, tatsächlich. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Hier ist noch mehr Lager, das ich erstmal kaputt machen kann. Bist du schon im Vasenlager drin gewesen? Ich bin im Vasenlager. Ich habe auch einmal schon aus Versehen den Weg nach rechts gewählt und bin dann in die Lava gefallen. Oh no. Also Vorsicht, wenn du da reinfällst, versuch vielleicht nicht mit maximaler Geschwindigkeit reinzurennen. Okay. Oh, hier ist eine Maus gewesen. Hallo, kleine Maus. Magst du mit uns entkommen? Dann geht's hier durch. Dip, dip, dip. Okay. Hier, vorsichtig. Und langsam. Ich finde, das hier ist ja super schwer. Durch. Hier bremsen, gegenlenken. Bremsen, gegenlenken. Dann geht's hier durch. Okay, es läuft okay. Die Lava ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen weg. Dann hier die Rampen hoch. Absolut machbar. Hier. Gott, mir wird schwindelig. Hier weiter hoch und durch den Ventilator? Ah, der treibt uns nach oben. Verstehe. Yes. Jetzt. Kegel. Und runter. Und wieder hoch. Ich sehe irgendwie und nicht mehr. Bist du schon so weit? Nee, ich bin direkt bei dir, aber du bist unsichtbar bei mir. Ah, okay, okay. Ja, ich glaube, das ist seitdem die Bälle sind. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier weitergekommen und hier ist so eine Art Loch im Boden mit einem Verkehrshütchen. Ah, oh, ich bin wieder frei, Ronja! Warte, bist du das mit dem Verkehrshütchen? Ja, das bin ich! Hallo! Woo, komm mal da! Oh, da bin ich! Oh! Hallo, du hast mich gerettet, lass uns nach Hause gehen! Ich war mein eigener Besitzer! All along! Okay, gut, dann war's das mit diesem Spiel. Yay. Roblox, ich glaube, das heißt Bad Dog, Good Dog oder irgendwas in die Richtung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!